meine lieben Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Orphans, die Weisen. So, lass uns direkt starten noch einfach mal. Wie gesagt, in der letzten Folge waren wir in so einem Mausoleum. Ja, mit Jarek. Und da hat er ein Grab gefunden. Von Elizabeth Brown. Leute, ich mache mich jetzt auf den Rückweg. Seid ihr inzwischen im Speisesaal? Gerade angekommen. Endlich nicht mehr alleine. Bin auch gleich da. Ey, ist die Stimme heute gar nicht so meins, ey. Leon! Leon, was ist mit dir? Ich hab mich verloben. Ja, ich komme auch gleich. Hoffe ich zumindest. Ich habe so langsam echt das Gefühl, als würde ich im Kreis laufen. Selbst schuld, du wolltest ja unbedingt noch auf eine Erkundungstour gehen. Ich sammle auf dem Weg noch ein wenig Grünzeug und statte Hans Günther noch einen Besuch ab. Nett von ihm. Na klasse, der Hase frisst sich voll, während wir in der Röhre gucken. In die Röhre. Mein Stuhl sagt schon wieder ab, ne? Bing, bing. Ja, alles ist vergammelt, außer das Grünzeug. Hoffentlich kommt Ina und Samu bald. Ich habe inzwischen echt Kohldampf. Das Bild verwackelt. Nein, bitte nicht. Es ist so... Cam, Flurbewegung registriert. Oh. Nein. Ja, ihr Feigen. Also, okay. Man, ja. Wie süß. Hä? Die Cam im Flur stand gerade, ist gerade angegangen. Nur eine Ratte. Von den Viechern werden wir sicher noch einige zu sehen bekommen. Aber warum sind Ratten da, wo es keine Lebensmittel gibt? Na gut, vielleicht daher genügend. Ja, das befürchte ich auch. Da ist mir Hans Günther eindeutig lieber. Grüll, wisst ihr noch? Bei unserem Trip in Frankreich? Ja, ich erinnere mich noch so, als wäre es gestern. Wo ihr schon überall wart, gab es ein Rattenerlebnis? Das kann man wohl sagen. Ja, in Frankreich, die kennen sich damit aus, ne? Ja, schwarze Tod und so, ne? Ich hatte das gerade verdrängt. Die Beulenpest. Dr. Crow ist am Start. Also. Tammy hatte nachts noch Hunger. Okay, sie hat eigentlich immer Hunger. Sieht man ihr auch ein bisschen an. Jedenfalls haben wir alle schon gepennt. Lass es, Leon. Das ist irgendwie nicht so witzig, finde ich. Also hat sie sich noch ein halbes Baguette reingefegt. War dann aber zu faul, nochmal aus dem Schlafsack zu kriechen und in den Rest zurück in die Kühlbox zu packen. Das war so geil. Komm schon, das ist mir echt peinlich, Leon. Das musst du echt nicht sagen. Geht niemand was an. Also hat sie die andere Hälfte einfach auf ihren Nachttisch gelegt. Nachttisch mitten in so einem Lost Place Ding ist nicht schlecht. Nachttisch? Ja, ein kleiner Koffer halt. Und der stand genau neben mir. Und guess it's what? Das erste, was Tammy sieht, als sie morgens die Augen aufmacht, sind 4 Ratten, die sich über das Baguette hergemacht haben. Ja, witzig. Yep, ich habe noch nie gesehen, wie jemand so schnell in den Schlafsack springen konnte. Ihr seid so gemein, Leute. Mein Stuhl sagt schon wieder, ich sollte auch mal weniger essen. Und jetzt kommt's.
Oh Mann, das ist so peinlich. Tammy ist aufgesprungen, losgelaufen und über ihren eigenen Schlafsack gestolpert. Und der Länge nach eingeschlagen. Finde ich nicht witzig. Nein. Ist traurig. Sie war völlig fertig. Ach. Ist nicht witzig. Kann ich nicht drüber lachen. Ich wäre fast gestorben. Seht, hier liegt nichts Essbares mehr offen rum. So, jetzt habt ihr alle mal wieder herzhaft über mich gelacht. Klasse, danke schön. Jerry, wie sieht's aus? Wo bist du? Unterwegs. Oh, geht's vielleicht genauer? Dauert noch einen Moment. Der Friedhof ist recht abgelegen. Ich müsste übrigens nachher mal mit euch reden. What? Ach ja, klar, war ja was, ne? Hm, genau, mit Klauten. Worüber reden? Oh, wenn Jared reden will, bedeutet das meistens nichts Gutes. Das machen wir nachher in Ruhe, im Speisesaal, okay? Na, da bin ich aber mal gespannt. Dieser verdammte Nebel. Ich verlauf mich hier gleich. Und hast du was für mich? Ach ja, ja, wir hatten ja gehackt, glaube ich wieder, ne? Oder hatten wir gehackt? Ja, wir hatten gehackt. Ja, wir hatten gehackt. Mhm. Während meiner Recherchen über die Vergangenheit dieses Waisenhauses war ich mehrfach vor Ort, um die dunkle Atmosphäre, die dieses Gebäude umgibt, Scheiße, mit eigenen Sinnen zu erfahren, mich anzuschreien. Etwas Schreckliches musste hier passiert sein. Und ich musste herausfinden, was es war. Durch Zufall entdeckte ich den kleinen, verfallenen Friedhof, der verschlafen auf einer kleinen Lichtung des angrenzenden Waldes liegt. In seinem Zentrum das Mausoleum von Schwester Braun. Einer Nonne, die das Waisenhaus leitete, bis sie durch einen gewissen Pater Johann abgelöst wurde. Die Tür war offen. Mein Atem brannte kalt in meinen Lungen, als ich das düstere Gebäude betrat. Der beißende Geruch von Exkrementen und Verwesung schlug mir entgegen, als ich die Stufen hinabging und mich dem Sarkophag näherte. Der Boden war bedeckt mit den Kadavern von Vögeln und Nagetieren und ich musste meinen ganzen Mut zusammennehmen, um nicht panisch die Flucht zu ergreifen. Mein Herz schlug mir bis zum Hals und der kalte Schweiß der Angst stand mir auf der Stirn. Obwohl ich schon so viele dunkle Orte bereist und Schreckliches erlebt hatte, dieser Ort besaß die Aura des abgrundtief Bösen. Ein Schauder erfasste mich und ich hätte mich fast erbrochen. Dieser Ort war anders als alles, was ich zuvor erlebt oder gesehen hatte. Jede Faser meines Körpers wollte fliehen. Aber eine unheimliche Macht schien mich mit aller Gewalt daran hindern zu wollen. Und so stand ich vor dem offenen Sarg von Schwester Braun und betrachtete ihre verwesten Gebeine. Dann sah ich es. Eingehüllt in Staub und Spinnweben, das Tagebuch. Ihre knochigen Hände umfassten es mit eisernem Griff. Aber ich musste es haben. Und so, meine lieben Leser, ist es mir heute möglich, Ihnen einen Teil dieser Aufzeichnungen zu präsentieren. So, interessant. Verwesene Gebeine von Elisabeth Braun. Eieieiei, was war da bloß los? Naja, hat er ja gesagt, ne? Verwesene Kadaver von Vögeln und Nagetieren. Die Frage ist, warum? Da fliegt man nicht rein und verendet einfach, oder? Es sei denn, böse, dunkle Mächte sind am Werk. Ein Audiofile, interessant. Ich höre es mir mal an und melde mich wieder. Echt krasse Nummer mit dem Grab. Überhaupt, der ganze Trip ist diesmal einfach nur aufregend. Erst lerne ich dich kennen. Ja, das kann ich schon verstehen, dass das aufregend ist. Dann diese coolen Schnitzeljagd.
die uns tatsächlich zu diesem alten Mausoleum führten. Und ich bin mir sicher, irgendwas muss da sein. Wieso sollte das dann sonst an dieser Wand gestanden haben? Jared muss unbedingt... Nee, muss etwas übersehen haben. Unbedingt übersehen haben. Jared war gerade nicht ganz ehrlich zu euch. Durchaus möglich, mit Sicherheit. Vielleicht findet ihr ja morgen etwas. Gut, aber damit sind wir auch nicht ganz ehrlich zu ihr, ne? Ja. Aber egal. Das hoffe ich doch. Oh Mann, ich freue mich schon riesig, morgen mit dem anderen dorthin zu gehen. Die Musik immer. Aber ich muss gestehen, ich bin immer wieder baff, dass Jared mal so gar keine Angst hat. Ich würde mich nie im Leben alleine dorthin wagen. Ja, warum nicht, ne? Man denkt ja nicht, dass es so etwas Böses gibt. Geister oder so ein Scheiß, ne? Man glaubt ja nicht daran. Infolgedessen, warum soll man denn nicht hingehen, ne? Friedhöfe sind eh komische Orte, findest du nicht? Oh, ich wollte eigentlich im Sommer das Mausprobiert haben, mal mit so einem Friedhof. Wollte mal die Kinder mitnehmen und Taschenlampe und dann, Unsere große Tochter glaubt ja daran, wenn sie sich die App installiert, diese Geister- oder Ghost-Detektor, dass diese Geister, die da angezeigt sind, echt sind. Da rannte sie damals in unserer alten Wohnung rum. Oh, hier ist ein Geist, überall war das. Das ist immer der Hammer. Und wenn man das mal mit ihr auf dem Friedhof macht, das wäre natürlich mega geil. Ich glaube, das muss ich nochmal mit dem machen. So, Friedhof ist irgendwo mit dem, okay, findest du nicht? Nö, also finde ich total gemütlich. Was meinst du, komisch? Ja, finde ich auch. Einerseits so traurig, so trostlos. Aber andererseits wieder so friedlich. Weil es ja ein Friedhof ist. Ich weiß auch nicht. Da ist so viel Tod und trotzdem so viel Hoffnung. Was? Verstehst du, was ich meine? Irgendwie nicht, nee. Und komischerweise gibt es einen Friedhof und diese alten, knöchigen Bäume. Kennt ihr das? Diese richtig so, die sehen aus wie Skeletthände oder sowas. Und dann sind da immer Krähen. Grundsätzlich sind da immer Krähen. Oder Trauerweiden sind da jede Menge. Wir haben ja hier bei uns, da wo ich wohne, ja eben auch Irrenanstalten. Tatsächlich auch so ein ganz altes, ne? Können wir auch Lost Placement, aber ich glaube, das ist noch bewohnt. Das sollte schon längst aufgegeben werden. Super alt, das Teil. Und auch da sind solche alten, knochigen Bäume, mit dem Gefühl, auch im Sommer keine Blätter kriegen. Und dann sind da auch alles voller Krähen. Das ist der Wahnsinn, ey. Das ist also, als würde diese Orte, als wäre da irgendwas... Weiß ich nicht, als wird das irgendwie vom Mysterium angezogen werden. Egal, so, nein, finde ich nicht, weil ja, es sind schon besondere Orte. Wir machen Friedhof eine Gänsehaut, ich weiß nicht so genau. Ach, vielleicht bin ich ja da einfach nur wieder sentimental. Schwer zu beschreiben. Irgendwie fühle ich mich diesen Orten verboten seit dem Unfall. Ach, warum? Jetzt erzähle ich dir das alles eigentlich. Ja, deine Schwester hat schon alles erzählt. Alles gut. Ja, alles gut. Alles gut. Ah, ist schon gut. Anni hat mir von euren Eltern erzählt. Oh, ihr habt nochmal geschrieben. Klar. Das war schon ziemlich heftig für uns. Und aus diesem Grund bist du zum Ghost Hunter geworden, um deine Eltern nochmal wieder zu sehen? Ach, Kinders. Da habe ich ehrlich gesagt noch nie wirklich drüber nachgedacht. Sorry, ich will dir nicht so nahe treten. Immerhin meinst du das doch... Ach so, Gott. Sorry, ich will dir nicht so nahe treten. Immerhin meintest du doch eher, dass es ängstliche Typ zu sein. Ist nur so ein Gedanke. Nein, nein, das ist alles okay. Ich habe es bisher einfach noch nie aus diesem Blickwinkel betrachtet. Ich meine, da ist schon was dran. Diese alten, verfallenen Gemäuer haben schon etwas Morbides an sich. Der stetige Verfall. Es ist vergleichbar mit dem Leben. Mit dem Tag deiner Geburt beginnt der Verfall langsam unaufhaltbar. Und er führt unweigerlich zum Tod. Ja, das ist sehr, sehr... Nein, das ist Darüber soll man nicht nachdenken. Bei dem einen früher, bei dem anderen später. Ja, so ist das Leben, aber darüber soll man nicht nachdenken. Wie diese Gebäude.
Sie werden erbaut, sind für eine Weile voller Leben, sind Unterkunft, Zuflucht, Zuhause. Und irgendwann ist ihre Zeit gekommen. Ja, aber die leben länger als du. Ups. Das ist ziemlich tiefsinnig. Alles ist endlich. Ja, der Vergleich ist sehr passend. Aber hat meine Faszination für diese Ruinen etwas mit dem Tod meiner Eltern zu tun? Mit Sicherheit. Du willst sie wiedersehen, wie schon gesagt. Ich kann es wirklich nicht beantworten. Ich meine, ich bin Realist. Ich glaube nicht an Geister oder so etwas. Aber wenn ich darüber nachdenke... Insgeheim habe ich schon die Hoffnung, vielleicht irgendwann mal so etwas wie ein Zeichen zu sehen. Etwas, das mir die Hoffnung gibt, dass da noch irgendetwas existiert nach dem Tod. Was mich hoffen lässt, dass meine Eltern noch irgendwo da draußen sind, jo. In einer Welt voller Nebel, orientierungslos. Sie fehlen mir schon sehr, Tom. Ja, das sind die Eltern, ne? Das ist ja ganz logisch, dass sie einen fehlen, wenn die sterben, ne? Ja. Das glaube ich. Das muss schrecklich sein. Dann kannst du dir sicher auch vorstellen, wieso ich Inas Video mehr als geschmacklos fand. Ja. Sie weiß ganz genau, wie schwer das für alles für mich ist. Und schickt dann so ein Video. Meinst du wirklich, das war von ihr? Das ging eindeutig so weit. Und wenn das Video wirklich nicht von ihr kam? Das glaubst du doch nicht im Ernst. Von wem denn sonst? Die beiden machen sich ja des Öfteren mal einen Spaß, daraus uns zu verarschen. Aber die Nummer ging echt zu weit. Und dann leugnet sie es auch noch. Frech weg. Gemein. Schweinerei. Du meinst wirklich, sie lügt? Hast du eine bessere Erklärung? Ja. Es waren Geister. Ich bin echt auf 180. Achso, ich soll was schreiben, ja. Ah, das wäre ich wohl auch. Aber würde sie denn so zynisch sein? Verständlich. Wir zweifeln erstmal alles an. Auf wessen Seite stehst du eigentlich? Ich weiß es nicht. Eigentlich ist Ina echt in Ordnung. Und meistens sind die Pranks der beiden auch eher harmlos. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht hat. Aber, was wollte Annie überhaupt schon wieder? Und wieso hat sie dir die Sache mit unseren Eltern überhaupt erzählt? Mein Gott, lass sie doch. Sie kann dich nach wie vor nicht erreichen. Wie gesagt, sie macht sich Sorgen. Ich glaube, das ist ihr herausgerutscht. Verstehe ich ja, aber manchmal ist es echt too much. Aber er scheint dich zu mögen. Er scheint dich zu mögen? Hä? Was? Wie kommst du denn darauf? Meinst du? Unsinn, wir kennen uns doch gar nicht. Er scheint dich zu mögen? Ich glaube, das muss ein Fehler sein. Wahrscheinlich gibt es ja diese Gender-Dings da, hätte ich beinahe gesagt. Wenn du ein Mädchen wärst, also wenn ich ein Mädchen wäre, hätte ich wahrscheinlich hier mit einem Typen geschrieben. Und dann wäre es wahrscheinlich dann eben halt der Bruder gewesen oder so ein Blödsinn, ne? Für mich ist das ziemlich offensichtlich. Normalerweise redet sie mit ihr Fremden überhaupt nicht über dieses Thema. Aber bei mir mutiert sie auf einmal ganz schnell zu einer Quasselstrippe. Achso, bei dir, nicht bei mir. Deshalb bin ich mir sicher, sie mag dich. Sonst hätte sie das mit den unseren Eltern niemals anvertraut. Okay, verstehe. Zugegeben, ich finde sie auch nett.
Jetzt spielst du wirklich schon, jetzt siehst du schon wirklich Gespenster. Dann werden sie leider enttäuschen müssen. Hätte mich auch gewundert, wenn ich... Huch, was ist da denn los? Lol. Lul. Lul. Da hat der gute Herr Fons aber mal mächtig übertrieben. Okay. Vogelkadaver, ein offenes Grab. Die Gebeine von Schwester Braun. Aber offen war das doch. Man sah es auf dem einen Video, oder nicht? Kein Wunder, dass sich seine Bücher verkaufen wie geschnittenes Brot. Aber er scheint tatsächlich das Tagebuch zu haben. Da war doch noch mehr Dateien im Ordner. Ja, wie es ausschaut, sind das alle Sprachmemos für seine Manuskripten. Da müssen wir dranbleiben, Tom G. Fons scheint wirklich einiges über diesen Waisenhaus herausgefunden zu haben. Gut, das mit dem Tagebuch wäre jetzt interessant gewesen. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, das müssen wir den anderen erzählen. Noch nicht, Tom G. Das ist erst eine vage Spur und nichts Handfestes. Lass uns erst einmal herausfinden, wie gut Elisabeth uns hinterlassen hat. Was? Was die gute Elisabeth uns hinterlassen hat. Also jetzt sollen wir wieder hacken, Kinders. Ich dachte schon, wir kriegen die Episode heute mal fertig. Aber wahrscheinlich sind wir noch lange nicht so weit. Also, Kinderchen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und Tschüssli Müsli. Und schaut auch die anderen Videos an. Ich meine, Obscure 2 ist ziemlich krass, oder? Also, ciao.